Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ein Interviewfilm war ja schon mal Thema eines meiner letzten Videos. Doch damals habe ich mit aufwendigem Equipment gefilmt, mit DSLR-Kameras, mit viel Zubehör. Diesmal filme ich ein Interview mit zwei Personen, nur mit dem Smartphone. Auf geht's! Das Praktische bei einem Smartphone ist ja, dass dieses mehrere Kameras hat. Nämlich mehrere Rückseitenkameras in der Regel und auf jeden Fall auch eine Frontkamera. Also wenn ich ein Interview mit zwei Personen filmen möchte, bräuchte ich doch nur das Smartphone zwischen diese beiden Personen stellen und dann gleichzeitig mit Front- und Backkamera filmen. Das ist der Plan. Und genau hierfür gibt es von den Machern der App Filmic Pro jetzt eine entsprechende App schon seit einiger Zeit, die App Double Take. Diese App ist die Grundlage meines heutigen Interviewdrehs und wie der Name schon sagt, kann ich mit der App Double Take gleichzeitig mit zwei Kameras filmen. Also perfekt geeignet, um ein Interview mit zwei Personen zu filmen. Wobei ich die komplett freie Wahl habe, mit welchen zwei Kameras ich aus meinem Smartphone filmen möchte. Zum Beispiel hier bei meinem iPhone 11 Pro habe ich ja drei Kameras auf der Rückseite und eine Kamera auf der Frontseite. Ich habe also die Wahl zwischen vier Kameras. Doch dazu später mehr. In der Regel ist es so, dass die Vorbereitungsphase auf ein Interview sich so in fünf Schritte unterteilt. Und die gehen wir jetzt der Reihe nach einmal durch. Schritt 1 ist natürlich erstmal das Finden einer geeigneten Location. Hier gibt es natürlich einiges zu beachten. In der Regel ist es ja so, wenn ihr ein Interview filmt, befindet ihr euch oftmals in einem Gebäude, was natürlich auch entsprechende Fenster hat. Hier ist man natürlich schnell geneigt, dem Interviewpartner zu sagen, komm, stell dich mal hier vors Fenster, ich filme dich mal. Solltet ihr nicht machen, weil das Problem ist dann, dass entweder das Fenster in der Regel komplett überbelichtet ist und alles ein bisschen wegbrennt und der Gesprächspartner unterbelichtet ist. Das sieht auf jeden Fall nicht schön aus. Besser ist es, wenn ihr die Person nicht mit dem Rücken zum Fenster stellt, sondern die Person so ein bisschen schräg zum Fenster stellt, sodass das Licht so seitlich auf die Person fällt, das Gesicht schön beleuchtet, ihr eure Kamera aber eben nicht aufs Fenster gerichtet habt, sondern auf den Raum da drin mit noch ein bisschen schönen Hintergrund optimalerweise. So könnte die Person schon mal optimal ausgeleuchtet sein, ganz ohne externe Beleuchtung. Wichtig ist es ja generell, wenn ihr ein Interview filmt, dass ihr den Hintergrund so ein bisschen interessanter gestaltet. Idealerweise sollte der Interviewpartner nicht einfach nur vor einer weißen Wand stehen. Das sieht dann ziemlich langweilig aus. Deswegen versucht den Hintergrund so ein bisschen interessanter zu gestalten. Orientiert euch so ein bisschen an Linienführungen. Achtet vor allem auch darauf, dass ihr nicht irgendwelchen Müll im Hintergrund liegen habt, der stört. Also so ein bisschen Bildcomposing solltet ihr auf jeden Fall hier auch beachten. Die Herausforderung in meinem heutigen Fall ist es ja, dass ich ja mit einem Smartphone filme, mit der Frontkamera und der Rückseitenkamera, sodass ich also eine Position gleich finden muss, wo beide Blickwinkel gut aussehen. Einfacher wäre es natürlich, wenn ich in diesem Falle mit zwei Smartphones filme, aber meine Aufgabe ist es ja eben mit einem Smartphone heute zu filmen, weil mit zwei Smartphones könnte ich einfach verschiedene Blickwinkel wählen und hätte so für jeden der Gesprächspartner vielleicht einen interessanten Hintergrund. Was dann letztlich so aussieht, als wenn die sich gegenüber sitzen, wobei sie vielleicht so ein bisschen im Raum verteilt dann sitzen würden. Aber nein, wir wollen mit einem Smartphone filmen. Deswegen brauche ich heute eine Location, wo beide Blickwinkel noch entsprechend interessant aussehen. Deswegen habe ich heute auch als Location nicht ein Büro bei uns gewählt mit einem Fenster, sondern der Aufenthaltsbereich im Innenhaus unseres Gebäudes. Und da befinden sich eben keine direkten Fenster. Das Schöne ist eben, wir haben hier zwei so Schaukeln, die sich gegenüber befinden. Insofern eigentlich die ideale Position für ein Interview. Die Location ist also gefunden und als nächstes geht es ans Framing des Bildes. Positioniert den Gesprächspartner nicht unbedingt einfach immer Mitte hier ins Bild, so wie ich jetzt hier sitze bei der Moderation, sondern blendet euch Hilfslinien ein bei eurem Smartphone. Das könnt ihr ja ganz einfach machen. Dann habt ihr zwei waagerechte und zwei senkrechte Linien. Und dann positioniert zum Beispiel den einen Gesprächspartner auf der linken senkrechten Linie, dass er so ein bisschen nach rechts schaut in den freien Raum. Und den anderen Gesprächspartner positioniert ihr auf der rechten Linie, dass er so ein bisschen nach links schaut. Die Augen eurer Gesprächspartner sollten sich ungefähr so auf der Höhe der oberen waagerechten Linie befinden. Da ihr die Kamera ja nicht drehen könnt, wenn ihr den einen Gesprächspartner positioniert habt, muss der andere Gesprächspartner sich halt entsprechend ein bisschen auf der Schaukel positionieren, dass dann alles wieder passt. Das ergibt also den Eindruck, als wenn diese Gesprächspartner sich anschauen würden, so wenn man das Bild später hin und her schaltet, dass es so aussieht, als wenn sie wirklich miteinander sprechen. Klar, ihr könnt natürlich auch einfach beide Gesprächspartner mittig im Bild positionieren, wie jetzt hier bei der Moderation, und immer hin und her blenden. Aber ich finde, es sieht so ein bisschen organischer aus, wenn der eine Gesprächspartner so in diesem Bereich so ein bisschen sitzt und so in diese Richtung schaut und der andere eben in die andere Ecke. Das sieht dann so ein bisschen aus, als wenn sie wirklich quasi auf einer Couch sitzen und miteinander kommunizieren.
Und diese Lösung habe ich jetzt heute gewählt. Wichtig ist, dass ihr die Kamera einigermaßen auf Augenhöhe positioniert. Wenn ihr Gesprächspartner habt, die unterschiedlich groß sind, seid kreativ, stellt den einen Gesprächspartner von mir aus auf eine Kiste, lasst den einen Gesprächspartner stehen, den anderen sitzen, wie auch immer, sorgt dafür, dass ungefähr beide Gesprächspartner auf Augenhöhe sind. Das ist ja wichtig, weil ihr habt ja nur ein Smartphone mit zwei Kameras und die sind ja nun mal auf gleicher Höhe. Und damit es eben nicht so aussieht, dass der eine Gesprächspartner so von oben nach unten schaut und der andere von unten nach oben, sorgt dafür, dass die beide so ein bisschen auf Augenhöhe sich befinden. Weil es ist ja so, wenn die Kamera von unten nach oben auf einen Gesprächspartner gerichtet ist, wirkt dieser relativ schnell bedrohlich, übermenschlich und einfach auch unnatürlich. Das Gegenteil ist natürlich der Fall, wenn ihr die Kamera von oben schräg nach unten auf den Gesprächspartner richtet, dann sieht dieser sehr schnell ja klein, verletzlich aus und auch nicht ernst zu nehmen. Und deswegen sorgt dafür, dass die Kamera sich auf jeden Fall bei beiden Gesprächspartnern so ungefähr auf Augenhöhe befindet. Je nachdem, wo sich eure Gesprächspartner dann im Raum für das Interview befinden, habt ihr die Möglichkeit, bei der App Double Take verschiedene Objektive anzusteuern eures Smartphones. Zum Beispiel die Telelinse auf der Rückseite, die Weitwinkellinse oder die Ultraweitwinkellinse. Damit könnt ihr natürlich so ein bisschen mit der Position des Smartphones im Raum spielen. Wenn ihr zum Beispiel die Weitwinkellinse auswählt, könnt ihr natürlich das Smartphone noch so ein bisschen dichter ran an den Gesprächspartner führen, sodass er dann immer noch bildschirmfüllend zu sehen ist. Dafür rückt dann der andere Gesprächspartner, der mit der Frontkamera gefilmt wird, so ein bisschen weiter zurück. Das heißt, ihr müsst so ein bisschen erstmal das Smartphone im Raum positionieren und mit verschiedenen Linseneinstellungen mal schauen, wie das beste Framing zu realisieren ist. Sollten alle rückseitigen Objektive nichts bringen, könnt ihr natürlich auch noch mit externen Aufsatzobjektiven arbeiten oder ihr habt vielleicht nur eine Rückseitenkamera. Damit könnt ihr natürlich auch noch so ein bisschen Vielfalt in euer Bild reinbringen und einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen mit dem Bildformat spielen, sodass ihr dann euren Gesprächspartner optimal im Bild positioniert. Ihr habt die Location gefunden, ihr habt das Framing, zumindest das grobe Framing jetzt abgeschlossen. Jetzt geht es natürlich als nächstes an die Beleuchtung des Sets. Wir haben ja jetzt hier einen Raum gewählt, der nicht direktes Tageslicht hat, was durch ein Fenster reinfällt. Klar, die Fensterfronten sind so ein bisschen in den Büros dahinter zu sehen, aber dieser Raum ist halt nicht direkt mit Tageslicht beleuchtet. Außerdem habe ich in diesem Raum noch viele Lichtquellen mit unkontrolliertem Licht. Das heißt, wenn ich jetzt einfach mit dem Smartphone filme, sieht mein Bild ziemlich matschig, ziemlich flach und irgendwie ein bisschen komisch aus. Halt nach einem typischen Smartphone-Video. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja ein professionelles Interview filmen und Licht ist auf jeden Fall ein wichtiges Element. Und deswegen schalte ich die interne Beleuchtung des Gebäudes jetzt hier ab in diesem Raum und ich arbeite mit externen Lampen. Ich habe jetzt hier zwei externe Akku-LED-RGB-Lichter von der Firma Falcon Eyes, die F7. Das sind Lichter, deren Kelvin-Wert ich zum Beispiel einstellen kann, also die Farbtemperatur. Und natürlich auch die Intensität des Lichtes. Außerdem habe ich hier so einen kleinen Diffuser, den ich davor stecken kann, um das ganze Licht noch ein bisschen softer zu machen. Wenn das nicht reicht, kann ich zusätzlich noch mit einem externen Diffusor-Panel arbeiten, aber im heutigen Fall wäre das zu viel. Wir wollen es ja möglichst einfach halten. Diese Falcon Eyes LED-Lichter positioniere ich jetzt ganz einfach auf Stative und richte die so ein bisschen so schräg zum Interviewpartner aus, so ein bisschen in erhöhter Position, sodass dieser dann so von schräg seitlich beschienen wird, sodass dann das Gesicht gut ausgeleuchtet wird und die Nase so einen leichten Schatten nach unten wirft. Das ist eigentlich so die perfekte Lichtsetzung, um den Gesprächspartner nur mit einer Lampe auszuleuchten. Im Hintergrund sieht man ja so ein bisschen noch so die Fenster, natürlich auch den Blick in die anderen Büros. Auch hier sieht man noch störendes Licht. Deshalb sollte man auch das Licht in den anderen Büros ausschalten, weil sonst habe ich Licht unterschiedlicher Kelvin-Werte. Generell sollte ich natürlich die Farbtemperatur meines LED-Lichtes so ein bisschen abstimmen auf das Licht, was hinten durch die Fensterfront noch so langsam reinfällt. In der Regel hat Tageslicht ja so einen Kelvin-Wert so um die 5400, 5500 Kelvin. Dementsprechend stelle ich jetzt meine LED-Leuchte genau auf den gleichen Kelvin-Wert ein, sodass quasi die Farbtemperatur des Lichtes, die hinten noch so ein bisschen durchs Fenster reinscheint, ungefähr der Farbtemperatur entspricht, die meine LED-Leuchten liefern. Dann hat das so ein bisschen so einen einheitlichen Look und ja, fällt halt nicht störend auf. Das ist halt so eine gleichmäßige Bildstimmung. Natürlich könnt ihr auch mit Kontrasten arbeiten, gerade wenn ihr so ein bisschen cinematisch filmen wollt, dass ihr den Kelvin-Wert jetzt absichtlich auf einen anderen Wert stellt. Aber für dieses Interview, denke ich mal, ist das auf jeden Fall der optimale Wert, euch so ein bisschen so an dem Tageslicht zu orientieren, was durchs Fenster noch im Hintergrund reinfällt.
Ich kann ja einfach mit der App DoubleTake die entsprechende Kameras natürlich auswählen, die ich dann haben möchte, Kamera A, Kamera B. Und diese kann ich mir entsprechend dann auch bildschirmfüllend anzeigen lassen. Die kleinere Kamera kann ich so ein bisschen entsprechend auf dem Bildschirm, kann ich das Bild dann verschieben, sodass ich dann immer eine gute Kontrolle über das Bild habe. Wenn ich mich für eine Kamera entschieden habe, kann ich jetzt auch aktiv noch den Fokus und die Belichtung anpassen. Das kennt ihr natürlich auch von einer normalen Smartphone-Kamera. Ich habe jetzt hier das Karo, was ich verschieben kann. Je nachdem, wo sich das Quadrat auf dem Bildschirm befindet, das ist also mein Fokusfeld, was scharf gestellt wird und wo die Belichtung auch angepasst wird. Wenn ich das Feld auf den Kopf des Interviewpartners geschoben habe, fixiere ich das, indem ich nochmal drauf tippe. Dann wird dieses Quadrat gelb und damit ist der Fokus und die Belichtung eingerastet. Das sorgt dafür, dass ich später so ein Fokuspumpen vermeide, wenn der Gesprächspartner doch mal durchs Bild wackelt und ja, dieses Karo plötzlich außerhalb des Kopfes sich befindet, dann wird plötzlich der Hintergrund scharf gestellt und auch die Belichtung angepasst und das sieht dann unschön aus. Und deswegen solltet ihr auf jeden Fall dann den Fokus und die Belichtung fixieren. Dann habt ihr nachher ein gleichmäßiges Bild und der Gesprächspartner kann auch schon mal vor der Kamera rumzappeln. Ihr könnt auch bei der App DoubleTake die Bildrate einstellen. Ihr habt die Möglichkeit zwischen 24 Bilder die Sekunde, solltet in der Regel ja nicht wählen, sondern eher 25 Bilder die Sekunde oder 30 Bilder die Sekunde. Neben dem guten Bild kommt es natürlich auch auf den guten Ton an. Hier gilt es natürlich jetzt, den Ton von zwei Personen gleichzeitig aufzunehmen. Ich kann also nicht nur einfach mit dem internen Mikrofon des Smartphones filmen, weil dann würde ich einfach zu viel Raumton aufnehmen und das klingt auf jeden Fall wenig professionell. Ich muss also mit externen Mikrofonen arbeiten und in diesem Falle optimalerweise mit zwei Lavalier-Mikrofonen. In diesem Falle gibt es nämlich von Rode ein ganz praktisches Produkt, das SC6L Interview Kit, was eigentlich genau das beinhaltet, was ich brauche. Das ist ein Set mit zwei Lavalier-Mikrofonen, die sich die einzelnen Gesprächspartner hier einfach so anklippen können. Das Kabel kann man so ein bisschen nach unten außerhalb des Bildes wegführen. Das Ganze führt so dann in einen Mikrofonsplitter, sodass ich also beide Mikrofonkanäle mit diesem Splitter dann in den Lightning-Port meines iPhones führen kann. Sollte das Kabel eures Lavalier-Mikrofons zu kurz sein, müsst ihr hier mit einer Verlängerung so ein bisschen dafür sorgen, dass das Kabel ein bisschen länger wird. Wenn das nicht reicht, könnt ihr natürlich auch mit Funkmikrofonen arbeiten. Das heißt, ihr habt eine Funkstrecke mit einer Sende- und einer Empfangseinheit, aber das wäre jetzt für diese Interviewsituation auf jeden Fall zu viel und das wäre auch schon wieder zu viel Equipment für ein einfaches Interview mit dem Smartphone. Und deswegen ist diese Lösung die optimale. Und schon habe ich einen externen Ton von zwei Interviewpartnern und ich kann direkt starten. Aufnahme läuft. Hi Anthony, schön, dass du heute bei mir bist. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Wir drehen heute ein Video darüber, wie man ein Interview mit dem Smartphone filmt. Bei unserer Testaufnahme sieht man natürlich deutlich, dass die Frontkamera lichtschwächer ist als die Rückseitenkamera, dementsprechend das Kriseln im Bild. Generell solltet ihr natürlich, wenn ihr mit dem Smartphone filmt, das Licht nehmen, was ihr auch kriegen könnt. Mehr ist mehr. Bei der App DoubleTake habe ich die Möglichkeit zwischen verschiedenen Ansichten, zum Beispiel einem Splitscreen oder einem Discrete-Modus, den ich jetzt auswähle, weil dann werden gleichzeitig zwei Aufnahmen gemacht, und zwar von der Frontkamera und von der Rückseitenkamera. Bei den anderen Einstellungen wird direkt ein Splitscreen-Bild erstellt, also ein Video mit zwei Bildern drin. Das will ich aber in diesem Falle nicht. Ich möchte gerne zwei unterschiedliche Videospuren haben, die ich dann später selber zusammenschneiden kann. Wenn ihr in der App DoubleTake später die Aufnahmen abgeschlossen habt, könnt ihr diese natürlich speichern und exportieren in das Programm eurer Wahl. Zum Beispiel auch einfach erst die ganzen Dateien in eurem Fotoordner ablegen, um diese dann später in eine Videoschnitt-App zu importieren. Zum Beispiel die App iMovie oder die App InShot oder eben an eurem Rechner zum Beispiel Final Cut oder Adobe Premiere. Je nachdem, wo ihr euren Videoschnitt mitmacht. Und damit sind wir auch wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, das Thema Interviewfilm mit dem Smartphone war interessant für euch. Gebt mir gerne eure Kommentare dazu. Welche Situationen gibt es noch, die man mit dem Smartphone filmen kann und wo ihr so ein bisschen Hilfestellung braucht? Stellt mir eure Fragen. Ich nehme das gerne zum Anlass für neue Tutorials. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Natürlich freue ich mich über euren Like. Abonniert den Kanal und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei euer Rainer. Ciao.